Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Naja gut, Let's Play ist es nicht, ein Let's Show, und zwar Kirby's Dream Land. Es ist 1992 rausgekommen und ist damit der Grundstein der Kirby-Serie. Let's Show deswegen, weil es nur aus 5 Leveln besteht und ich denke, das schafft man einen Part. Mein Ziel ist es hier, versuche nicht Game Over zu gehen, aber ich garantiere für nichts. Eigentlich bin ich ja nicht so schlecht in Kirby, aber da es hier noch keine Fähigkeiten gab, außer ein paar Ausnahmen, weiß ich nicht, wie gut ich das schaffe. Und ich finde, hier kriegt man auch ganz schnell Schaden. Guck, da wäre es schon fast passiert. Ja gut, was gibt's sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Es ist halb blind. Ich habe es bis zum dritten Level gespielt und mehr kann ich da auch nicht zu sagen, wirklich. Also, was mir aber aufgefallen ist, also, ich bin schon lange Kirby-Fan eigentlich und ich spiele auch gerne Kirby Superstar Ultra und das ist ja da eigentlich so wie das erste Kapitel. Und ja, deswegen schätze ich auch, wird das nicht so schwer sein. Hier haben wir schon den ersten Mini-Boss, kann man so sagen. Pro Level gibt es einen Mini-Boss, wie man hier sieht. Oh. Und einen großen Boss. Ja, das mehr kann man dazu eigentlich schon zum Spiel auch nicht sagen. Die Level sind halt unterschiedlich. Das Spiel war, glaube ich, auch schwarz-weiß. Ja klar, das kam für den Gameboy damals raus. Und ja, dann können wir ja mal ein bisschen über Kirby reden. Also ich mag Kirby eben schon seit meiner Kindheit gerne. Viele sagen ja, es wäre was für Mädchen, gerade deswegen, weil das für die Wii, das magische Garn, das wurde auch so mädchenhaft dargestellt, was ich ziemlich blöd fand, weil ich Kirby eigentlich voll cool finde. Er ist zwar rosa und so, ja gut, hier ist er nicht, hier ist er schwarz-weiß, also weiß weil er. Aber nur weil er rosa ist, ist er ja nicht gleich was für Mädchen. Ich meine, er spielt mit Schwert, also er kämpft mit Schwertern und Feuer spuckt er auch. Und ich finde einfach, das ist ein neutrales Spiel. Ich weiß gar nicht, was das wirklich hier was mit Mädchen zu tun hat. Und hier sind wir auch schon beim ersten Boss. Ja, und dann geht's auch schon los. Das ist der Wispy Wood. Der ist ganz einfach. Den muss man einfach immer, der wirft dir so Äpfel ab. Und dann kann er hier noch solch Wind spucken, glaube ich, soll das sein. Also für mich ist das Wind. Und ja, einfach immer die Äpfel aufsaugen und abschießen. Das war jetzt keine wirklich große Schwierigkeit. Das wird aber noch schwieriger, das Game. Da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ich fand den Soundtrack, finde ich, schon gut. Und hier ist Castle Lolo. Ah, da sind uns Wasser gefallen. Die Musik kennt man alles und hier ist, also in dem Spiel kann man eigentlich keine Fähigkeiten haben, außer ein paar. Hier haben wir zum Beispiel eine und das ist Popstar. Ich glaube, das Spiel besteht nur aus 4 Fertigkeiten oder so, ich weiß gar nicht genau. Wie gesagt, ich habe nicht alle Level gemacht und das finde ich sogar eigentlich ein gruseliges Level, weil hier verfolgen ein Dämonenmasken, irgendwelche komischen Clownsgesichter oder so kommen hier raus. Fledermäuse, die sehen eigentlich ziemlich gruselig aus. Für solche Spiele zumindest. Und ja, unter Wasser kann Kirby nichts außer schwimmen, aber also in den späteren Spielen kann er irgendwie so Wasser schießen durch seinen Schnorchel. Und was wir hier kamen, ist der Super Lolly und der macht uns unbesiegbar. Und Zombie-Mumien-Masken, okay, naja, das soll uns nicht weiter stören. Das ist Lololo. Das ist Lololo. Der Vorboss. Nee, Lolololo. Halt dreimal Lo. So. Der war kein Problem. Was haben wir hier sonst? Alles kaputt machen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hexen. Und da diese Fledermäuse. Ich finde, die sehen ziemlich gruselig aus. Und ein Kreuz hier sogar. Denke ich mal, soll das darstellen. Und eine Hexe mit ihrem Besen. Aber die gibt es ja auch später in Spielen, aber boah, das war knapp. Eigentlich hat er mich erwischt. Oh, ich bin sogar richtig gegangen. Das war eigentlich ein Labyrinth. Hier Geister.
die dumm aus der Wäsche gucken. Jetzt sind wir hier beim Boss. Den finde ich sogar eigentlich schwer. Ohne Fertigkeit bei Kirby Superstar Ultra sind die gar nichts. Da sind die einfach nur lächerlich. Aber hier, wenn man keine Kräfte und so hat, fand ich das eigentlich gar nicht so einfach. Aber jetzt läuft es gerade gut. Das ist gut. Ja. Wir schlagen hier als Lalala. Das sieht man daran, dass die so eine Schleife am Kopf hat. Naja, so richtig. Eigentlich, also die ist eigentlich pink und der Typ ist blau. Und damit war es auch schon mit den beiden hier. Da haben wir das auch fertig. Und wir sind schon im dritten Level und läuft bis jetzt gut. Also wie gesagt, mein Ziel wird es sein, kein Game Over zu kriegen. Ich denke auch, das kriege ich hin. Und das ist Float Island. Na Kirby, kriegst du den Haken nicht mehr aus dem Mund. Hier die Musik, die finde ich auch geil. Also ich mag die Kirby-Musik generell eigentlich sehr. Auch bei Kirby Air Ride kennen wahrscheinlich nicht alle, aber das ist wirklich ein gutes Spiel. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, war da oder ja doch, kam damals für die GameCube raus. Und das ist so ein Spiel, da muss. Hä, was ging jetzt ab? Das hat so eher was mit Bikes zu tun, zum Beispiel das Wheelie Bike oder den Warpstar. Konntest du da halt durch so eine City zum Beispiel fahren und deine Bikes aufmotzen, sprich zum Beispiel schneller machen oder stärker, oder dass du zum Beispiel mehr Verteidigung hast. Und da hatte man 7 Minuten Zeit, konnte man einstellen und musste dann zum Beispiel, gab es da so eine Checklist mit 100 Aufgaben. Und wenn du die geschafft, ne 120 waren sogar, glaube ich, weiß gerade nicht. Ich glaube, das waren 120. Und wenn man die alle geschafft hat, oder wenn man 100 geschafft hat, dann hat man irgendwie so einen Special-Film oder so bekommen. Und ich habe das nie geschafft, alle 120 zu schaffen. Und dann gab es dann auch anderes, wie zum Beispiel Air Ride, da musst du dann halt Rennen fahren. Oder, was gab es noch? Top Ride, glaube ich, hieß das. Oder heißt das? Dann zwar dann irgendwie von der Vogelperspektive musstest du da dann auch so rein gewinnen. Und hier ist die nächste Fertigkeit, das scharfe Curry, was man auch wahrscheinlich eher so aus Super Smash Bros. Kennt, also Brawl. Das gibt's ja da auch, da hat man dann ja auch Feuer. Und da kann man hier halt alle Leute anzünden. Ja, Leute auch nicht, aber halt. Anzünden halt. Und hier kriegen wir einmal einen Pep-Trick und einen ab. Jetzt haben wir schon 5 Leben. Und weiter geht's. Oh. Und weiter geht's. Da die Kanonen finde ich immer gefährlich. Hatten wir eigentlich hier schon den Vorboss? Ich weiß es gerade gar nicht. Na, werden wir jetzt sehen. Ich glaube nämlich. Oh, das ist jetzt eine coole Scene, finde ich. Jetzt stecken wir von dem Wal in diesem Loch fest und dann schießt er uns in die Wolken. Oh. Ah ne, der Vorboss kommt gleich. Ich erinnere mich gerade. Ah ne, jetzt kommt schon der Boss, oder? Es ist Bombetti. Ich finde, der ist sogar ziemlich stark eigentlich. Weil der viele Moves kann. Zum Beispiel mit seinen Kanonen hier. Aber man kann hier permanent halt auch schießen. Boah. Das ist dem seine beste Attacke, glaube ich, sogar hier mit diesem. Oh, Ram. Und da hat er mich erwischt. Jo. Was kann man sonst noch zur Kirby Series sagen? Was ich auch immer mochte, ist Kirby Mouse Attack. Einfach daran, weil man da später, also da muss man immer solche Fertigkeitsrollen sammeln. Und dann konnte zum Beispiel Kraft so ein, wie soll ich sagen, Kamehameha oder so. Das fand ich auch immer cool. Und hier sind wir in dem Bubbly Clouds. Und dann haben noch gar kein Game Over oder. Oha, das war knapp. Oder generell Leben verloren. Ja gut, wo war ich jetzt? Bei Mouse Attack, da konnte man halt so Fertigkeitsrollen sammeln. Dann konnte man halt bessere Attacken, also mit der Fertigkeit. Und was ich dann mochte, da gab es später sowas, da konntest du dir dann zum Beispiel Blitzschwert oder so machen, Feuerschwert, Eisschwert. Und ich fand das einfach so geil, dass man sowas gemacht hat. Ich finde es schade, dass man das heute nicht mehr macht. Das würde ich abfeiern, wenn das bei irgendeinem Kirby wiederkommt oder vielleicht sogar Nachfolger für Air Ride. Wie seht ihr das? Würdet ihr das auch mögen, wenn zum Beispiel, also jetzt Air Ride Fans oder so, wenn man wieder so einen Nachfolger machen würde? Also ich finde, das Spiel wurde viel zu wenig
also ist gar nicht so bekannt, was ich schade finde, weil es wirklich ein richtig gutes Spiel ist. Aber was mich freut bei der neuen, beim neuen Super Smash Bros. Für den 3DS zumindest, soll das ja so sein, dass man so ein online solchen eine Map machen kann, wo man dann auch Gegner besiegen kann und dann kann man seinen Charakter aufpimpen. Das ist ja auch so eher an Kirby Air Ride angelehnt. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich geile Idee sogar, weil dadurch das Spiel kaum langweilig wird, weil man ja halt immer anders da ja skillen, sage ich jetzt mal, kann. Zum Beispiel, dass du dann halt mal schneller bist oder viel höher springen kannst oder was da noch gemacht wird. Weiß ich ja alles nicht, was da jetzt noch kommt. Und hier haben wir auch schon den Vorboss. Wow, der kann da Dings schießen. Und Mist, wir haben noch zwei Leben. Ah! Gut, einfach mal so machen. Da schießen wir mehr. Hier. Bam. Oh, das war knapp. Eigentlich hätte der uns erwischt, aber es hat zum Glück nicht gezählt. Dann gehen wir den letzten. Bam. Den haben wir auch souverän besiegt. Und weiter nach oben geht es jetzt. Oh, oder nach unten. Ah, jetzt können wir hier wieder fliegen. Gut, alles kaputt, Mann. Da haben wir einen Pep-Drink. Die bräuchten wir jetzt unbedingt. Deswegen gehe ich extra nochmal nach unten lang und schieße mir auch hier frei. So eine Maxi-Tomate kriegt man hier. Ja, aber was sollen die Items eigentlich darstellen? Gut, das eine ist ein Mikrofon und das andere der super scharfe Curry. Aber was soll das sein, wo man mit fliegen kann? Wenn ihr das wisst, schreibt es bitte in die Comments. Wo ist der drunter fallen, Kirby? So, wir sind gleich auch beim Boss und haben sogar noch das super scharfe Curry bekommen. Schnell hier durchballern. Hier fallen sogar Sterne vom Himmel. Gut, hier muss man springen. Oh, Kirby, pass auf. Oder kann man auch rüberrennen? Nee, das geht nicht. Schade. Gut. Jetzt müssen wir noch nach oben, dann sind wir, glaube ich, beim Boss. Mal, glaube ich. Boah, wir kassieren ja aber gerade noch böse. Das ist schlecht. Ja gut, mit einem Leben werde ich den ja wohl kaum schaffen hier. Krakos, unser Boss. Ist ja einer meiner Hassbosse in ganz Kirby-Spielen, weil ich finde den sogar ziemlich stark. Ja, komm noch her, du... Oh Gott, das war billig, Leute. Das war richtig billig. Gut, das werden wir jetzt besser machen. Wow. Komm schon, Kirby, streng dich an. Boah. Ja, was soll ich denn da machen, ey? Der ist blöd, der Boss. Ich mag den nicht. Was macht er denn jetzt? Ich glaube, der will Blitze schießen. Nee? Doch. Komm, wieso können wir den nicht einsaugen, aber er kann uns hier Schaden machen. Komm, wir werfen ein paar Viecher ab. Ja, nicht Blitze schießen und Viecher geben. Aber dieses Auge guckt immer so unschuldig, so richtig falsch ist das Ding. So voll süß und so, aber dann so ein Assi-Ding. So, ich glaube, jetzt kommt schon die letzte Map, Leute. Und dann ist das auch schon vorbei. Mount DDD, glaube ich, soll das heißen. Und die Musik ist episch. Oh, hier. Müssen wir jetzt mal gegen alle Bosse kämpfen? Nee, oder? Hä? WTF? Ach, ich glaube, jetzt müssen wir noch mal so verschiedene Stages schaffen. Hä? War ich jetzt Instant Death oder hatte ich noch ein Leben? Die Musik mag ich auch. Ja gut. Aber warum war ich denn jetzt gerade tot? Was haben wir für den kleinen Cut? War gerade nötig? Und zwar, es hat gerade irgendwie was nicht... Was macht denn der Kirby? Kann ich den essen? Hä? Hä, wie kriege ich denn... Ach so, okay. Dann war ich wahrscheinlich doch. Und jetzt müssen wir nochmal gegen alle Bosse kämpfen, okay?
jetzt nicht gedacht. Bam. Okay, ja, weg, du Assi. Boah, nee. Nochmal, mach ich das nicht mit mir. Noch viermal müssen wir ihn treffen. Unten sieht man auch die Lebensanzeige von uns und von dem Gegner. Das habe ich gar nicht gesagt. Oh, der war schnell. Boah. Boah. Das habe ich viel vergessen zu sagen. Und unten rechts sieht man auch unsere Leben. Boah. Wir haben noch drei Stück, aber ich glaube, es gibt da noch ein nulltes Leben. So, wir haben den schwierigsten haben wir besiegt. Finde ich zumindest. Was machen wir als nächstes? Machen wir Bombetti-Level. Da, 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 da. Wow. Aber was hat der bitte schön mit dem Strand zu tun? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich meine, gut, da das Wolkenlevel hätte doch eigentlich mehr Sinn gemacht, aber was soll man denn jetzt machen? Okay, und jetzt kommt Bombetti als Gegner. Kaputt machen alles, das war jetzt irgendwie lame. Aber dafür ist der Boss gar nicht so einfach. Der hat sogar am meisten Leben, würde ich behaupten. Boah. Indem man B drückt, also B gedrückt hält, kann man diese Attacke, die ich auch mache, spammen, also wirklich permanent. Man kann natürlich auch so bekämpfen und der letzte hat eigentlich als Treffer gezählt, aber weil er schon tot war, nett. So, lololo und lalala Level. Das creepy Level. Ich glaube, bei Kirby Super Ultra war das so, dass die das Strandlevel hatten, kann das sein? Weiß ich jetzt nicht genau. Oh, ey, komm mal hier. Wo kann denn die Musik immer? Bei Dynablade, dass du eigentlich mal gegen Dynablade kämpft, oder? Also gegen den Vogel. Ich glaube, jeder weiß, wer Dynablade ist, der Kirby-Fan ist. Komm schon! Oh, fuck. Nein! Aua. Noch der letzte. Das war Wispy Woods. Das erste Level. Wir haben jetzt vom letzten bis zum ersten gemacht. Kommen wir hier rein? Sieht so aus. Nee. Aber ich finde, hier ist Kirby noch so leicht overpowered, auch ohne Fertigkeiten. Ich meine, er macht einfach alles One-Hit. Da ist Kirby. Na, wie geht's dir so? Oh. Jetzt sagt zu dem unnötigen Boss, sag ich mal. Ich meine, muss er wirklich nur B drücken? Zweimal? Ne, dreimal. Dann stellst du dich hier drunter, duckst dich. Muss man auch nicht mal. Und dann wieder einfach dreimal schnell die Äpfel einsaugen und abschießen. Ja gut, ist der erste Boss, aber trotzdem. Da hätte man sich mehr einfallen können. Und jetzt auf zu König DDD. Ne, hier ist ja sogar noch König Nickerchen eigentlich. Was kann er denn so hier? Er hat seinen Hammer. Ja, da konnte ich jetzt schlecht irgendwas machen. Na komm doch. Bam. Er kann auch saugen wie wir, hat einen Hammer. Und kann auf die Schnauze fallen, wie man es gesehen hat. Oh, oh. Ab, 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 ab. Diddle. Oh, jetzt kann er ohne Stampfattacke kann er anscheinend auch noch. Oh, die könnte sogar gefährlich werden für einen. Aber mehr kann er, glaube ich, auch wirklich nicht. Also, so schwer ist er jetzt auch nicht. Aber gut, für die Zeiten war das bestimmt ein Top-Spiel. Ich meine, hier ist schon viel Innovation drin. Wenn man mal so denkt, was sich aus dem Spiel hier alles heutzutage entwickelt hat, mit den Mega-Fertigkeiten und so, das ist schon geil eigentlich. Boah, hör auf zu saugen quasi. Kann ich auch. Was machst du jetzt? Jumpen.
Ist aber meine Lieblingsattacke, die er einsetzen kann. Da kann er nämlich gerade zweimal verletzen. Mir fehlt mir leider noch ein Teil der Musik, die ich sogar am meisten mag eigentlich. Und wir haben ihn besiegt. Wir hatten zwar nur noch ein Leben übrig, aber wir haben es geschafft, Leute. Da fliege ich da weg. Was passiert denn jetzt? Achso, Kirby wird zum riesigen Ballon und Essen fällt raus. Ja, das war eigentlich auch schon das ganze Spiel. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das besteht nur aus 5 Leveln, aber ich muss sagen, es ist eigentlich ein richtig gutes Spiel. Auch am Ende fand ich das gut, dass man nochmal Bosskämpfe gemacht hat und dann gegen den wahren Boss kämpfen musste. Also ich kann mich nicht beschweren über das Spiel. Ich find's geil und ein guter Einstieg auf jeden Fall für die Kirby-Serie. Und es war jetzt auch nicht irgendwie mit Bugs oder so, fand ich. Also das war eigentlich wirklich gut, das Spiel. Die Grafik fand ich auch nicht schlecht. Für Gameboy-Verhältnisse zumindest, ich meine, was man sonst früher so für Spiele hatte. Ja. Auf jeden Fall hat es mir sehr gefallen und ich würde mich auf jeden Fall freuen über einen Daumen nach oben oder generell eine Bewertung. Und wenn ihr mehr solche Videos, also nicht nur Kirby, halt auch andere LPs von mir oder halt den Kanal, wo wir sind, habt, sehen wollt, könnt ihr uns ja auch abonnieren. Und wie Kirby hier schon sagt, bye bye. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Extra Game. Was ist das denn? Wenn ich nach oben und Select drücke. Oder Start ist das Start? Ich weiß gar nicht mehr. Ne, Select. Ach, am Screen. Dann startet ein neues Dings. Ja, gut. Werde ich mir mal angucken und wenn das wirklich anders da ist, dann überlege ich mal, ob ich das auch noch aufnehmen werde. Ja, bis dann. Ciao, Leute.